Wir alle sind mal einsam, mal mehr und mal weniger. Aber was kann Einsamkeit mit uns machen und was passiert, wenn wir dieser einen längeren Zeitraum ausgesetzt sind? Darum soll es im heutigen Video gehen. Als man damals die ersten Menschen zum Mond schickte, brauchte die NASA Hilfe von einer größeren Gruppe von Psychologen und Psychoanalytikern, da man der Meinung war, dass es für die Psyche der Astronauten und Kosmonauten nicht gut sei, wenn man diese eine Zeit lang von dem, was wir als Gesellschaft bezeichnen, abschotten würde. Selbst wenn die Astronauten und Kosmonauten in der Rakete in Gesellschaft anderer Kosmonauten und Astronauten sind, denn wie man es auch dreht und wendet, Einsamkeit bleibt Einsamkeit und ist sozusagen die soziale Isolation und dies kann auf Dauer tatsächlich ziemliche Probleme mit sich bringen. Stellt euch einmal vor, ihr seid alt und in die Jahre gekommen, all eure Freunde und Verwandte sind tot oder haben ihren Weg in die Ferne gefunden, sodass ihr niemanden mehr habt, mit dem ihr reden könnt oder dem ihr Sorgen und Probleme anvertrauen könnt. Niemand kommt, um sich um euch zu kümmern. Eine grausame Vorstellung, wessen Praxis niemand von uns erleben möchte. Die menschliche Psyche ist für so etwas nicht angelegt, weswegen Menschen, welche eine normale Psyche haben, darauf krank werden könnten. Doch dies wäre nicht die Art der Krankheit, die wir kennen, sondern die Art, welche wir als psychologische Erkrankungen bezeichnen. Dies ist dann die Form der Depression, welche zu übermäßigen Drogen- und Alkoholmissbrauch führen kann und im schlimmsten Fall auch zum Suizid. Das Thema Suizid habe ich bereits in einem Thema behandelt. Dieses Video findet ihr hier oben rechts oder unten in der Videobeschreibung. Aber nicht nur die Art der Einsamkeit, welche ich in dem Beispiel oben genannt habe, ist ein Problem. Einsamkeit kann auch entstehen, wenn man sich von niemandem verstanden fühlt. Es gibt viele Arten und viele Gründe, aus welchen ein Mensch einsam werden kann. Zum Beispiel nach Ableben einer nahestehenden Person oder einer Trennung. Einsamkeit an sich ist nicht die Art der Krankheit. Die Krankheit setzt erst ein, wenn man erste Symptome einer Depression verspürt. Wie ihr bereits merkt, komplexes Thema, welches man genauso wie die Thematik der Depression nicht in wirkliche Worte fassen kann. Doch in diesem Video habe ich es euch hoffentlich etwas näher bringen können. Eure Meinung zu diesem Thema würde mich sehr interessieren. Dazu ist sehr viel Platz in den Kommentaren. Lasst eurer Kreativität freien Lauf. Und noch eine kleine Sache in Eigenregie. In der Zeit, in welcher ich im Moment hier sitze und dieses Video skripte, vertone und später schneide und so weiter, hat der Kanal Creative Essay aktuell zum 3. April um 13.30 Uhr genau 95 Abonnenten, zur Zeit der Vertonung schon 96 Abonnenten. Dazu werde ich aber nochmal ein Video hochladen. Dafür dennoch ein riesig großes Dankeschön. Und wenn du noch kein Abonnent dieses Kanals bist, würde es mich sehr freuen, wenn du mich mit einem Klick auf den Abo-Button unterstützen würdest, um keins meiner Videos mehr zu verpassen. Somit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.